So, jetzt können wir Shop, aber wozu? Ich brauch, muss ja jetzt nicht in den Shop. Schön, dass ich ihn habe. Gashingata, okay, und da oben sind wir auch zu Hause. Mit unserem nächsten Level. Riesen Piranha pflanzen, das macht wieder Spaß. Da, da, da. Moment mal, da links. Das hat sich so geöffnet, als wäre da links was. Also der Kartenbereich hat sich so geöffnet. Röhren im Hintergrund, die werden mich wahrscheinlich verwirren. Habe ich so ein Gefühl, ich weiß auch nicht warum. Aber so Sachen im Hinter- und Vordergrund, gut, man kann sie unterscheiden. Die Röhren hin sind halt relativ dunkel. Trotzdem, darauf verlassen werde ich mich hier nicht. So. Wo muss ich rein? Rot oder grün? Rot, jawohl. Es ist nicht umsonst farbig so gekennzeichnet, Lumi. Sagen wir doch, wie es ist. Der Hintergrund ist relativ schön gemacht. Sieht ganz nett aus. Aber das ist nicht unsere Priorität. This is not why we are here. Denn ich... Kann ich eigentlich... Nee, ich muss wirklich draufstehen und dann kann ich in die Röhre rein. Kann man auch hinterfragen, jetzt muss man aber nicht. Okay. Ah, das Wasser trägt an. Okay, und wenn ich jetzt hier so... Dann gehe ich in die andere Richtung. Das hat ein bisschen was von... Uiuiui, das hat ein bisschen was von Wack. Nein, von Crash Bandicoot... Nein, Moment. Crash Bandicoot 2 Entranced... Da kann ich kann mich auch an der Stange festhalten. Okay, okay, das wusste ich nicht. Alles gut. Also dieses mit dem Wasser, die Bewegung, hat ein bisschen was von Crash Bandicoot 2 Entrance für den Game Boy Advance. Da wurde diese Idee in der Mumienwelt auch schon aufgegriffen. War damals schon ganz geil, hat sich hier nicht verändert. Wurde natürlich nicht ganz exakt so, aber von der Idee her, vielleicht haben sie sich da inspirieren lassen. Wäre kein Problem. Ist ja immer noch eine nette Idee. Ich habe echt diese Münze da drüben verpasst, ne? Wow. Respekt, Digga. Komme ich hier durch, ohne getroffen zu werden? Ja. So, da unten habe ich aber gerade schon was gesehen. Da war doch gerade irgendwas. Ja, genau. Euch Freunde wollte ich haben. Ah, ich habe es mir fast gedacht. Fuck, ey. Scheiße. Was soll ich verpasst haben, liebes Spiel? Enlighten me. Bring mir Erleuchtung. Sag mir, Loni, an dieser Stelle warst du wack. Da warst du wack. Hier sowas zum Beispiel. Das ist doch mehr als verdächtig, aber was soll da sein? Ich sehe nichts. Ich sehe es nicht. Oder sowas hier, auch mega verdächtig. Und die Frage ist, wo soll... Ich habe das gar nicht realisiert, dass ich runterfall gerade. What the fuck? Die Frage ist, wo soll was versteckt sein? So. Das habe ich gesagt. Also die erste war ja noch ganz nett, ne? Aber die... Muss ich hier backtracken? War hier hinten? Ah, hier. Mies Spiel. Fick dich. Mies. Kann ich eigentlich... Nee, das reicht nicht. Ich muss wirklich hier oben drauf bleiben. Dank miesen Hitboxen. Ja, toll. Deswegen bin ich jetzt gestorben einmal. Ja. Ah, okay. Kein Problem, denn hier gibt es ja sowieso wieder ein Item. Item, sagte ich, danke schön. Oh, yay. Nein, nein. Fuck. Wow, wie hab... Okay, ich wollte schon sagen, wie habe ich das gemacht, ohne getroffen zu werden. Das hat sich an dieser Stelle erübrigt. Danke, Spiel. Scheiße. Das hätte halt wirklich dick werden können. Boah. Kein Kommentar. Einfach durch, kein Kommentar. Ich will nur mein Item, ich will nur meine... Ich glaube, Feuerblumen gab es hier. Und da bin ich schon voll zufrieden. Yes, wunderbar. Und die dritte ist ja auch kein Problem. Alles entspannt. Also mit dem Mittelpunkt war mies, beziehungsweise mit der ersten Sternmünze. Dass man dann, wenn man die erste nimmt, zurück muss um die zweite. Das ist... Wow. Das ist böse. Wenn ich jetzt sterbe, darf ich die zwar nochmal machen, aber... Gönnt sich ja sonst nichts im Leben. Jawohl, und raus hier. Mario Time! Warum auch immer ich das so enthusiastisch gesagt habe, aber nicht so wichtig. This is not our priority. Okay.
Ich sollte einfach nicht mehr Englisch reden. Lassen wir es einfach. Cascade Jam, aber. Ich glaube 2-3, das ist mal vor. Manchas. Oh wow. Oh, wie. Geil. Oh, Manchas, ja. Oh, schön. Drip Drop Drains. Aussprache. Ich spiele die gleiche Musik, okay. Ist denn hier? Hier kann ich nicht rein, okay. Das ist. Also das ist auch wirklich eine Kleinigkeit, dass der Effekt so ein bisschen über die Röhre rausragt. Naja, man kann dich auch anstellen, also. Ist jetzt nicht allzu schlimm. Dankeschön, Spiel, sehr nett von dir. P-Switch. Moment mal. Ach so, ah, fuck, okay, das wird. Das könnte ekelhaft werden. Von wegen, alles entspannt. Alles ganz locker, T.Loni macht das hier schon. T.Loni macht das hier schon. So, kurz sicher halten. Es hätte ja da unten reingehen können, wäre nicht zu unwahrscheinlich gewesen. Zu unwahrscheinlich gewesen. Wack, 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 wack. Gib mir ein Item und kaschiere meine Wackness-Spiel, bitte. Kaschiere meine Wackness. Ist hier irgendwo ein Geheimgang? Irgendwo? Irgendwie fängt irgendwann irgendwo die Zukunft an. Ich warte nicht mehr lang. Warum auch immer. Okay, kurz warten. Da oben zum Beispiel, das wäre. Warte, wenn ich jetzt hier, ne? Ein Cooper Jump, ein Goomba Jump in Midair. Wenn ich das wirklich machen muss, Spiel, dann bist du sadistisch. Ah, das ist zu spät. Das, ich muss viel früher abschauen. Jetzt. Immer noch. Okay, dann. Warte, dann springe ich jetzt schon. Ja! Und hier ist nichts, wirklich! Und dafür strenge ich mich hier so an. Ich bin empört. Kurz abwarten. Da oben zum Beispiel. Was soll denn da sein? Es gibt so viele Röhren, das nervt mich immer. Jetzt nervt es mich nicht mehr. Wenn, gut, wenn es Hinweise gibt auf richtige Röhren, dann sage ich, okay, das ist kein Problem, aber. Lass mich raten, V-Block schön in der Mitte. Ach, für Münzen. Ich erwarte großes Münzen. Ah, okay. Ich nehme das zurück. So, diese Röhren wollen einen umbringen, oder wie? Wollen dann in die ewigen Jagdrunde schicken. Na, danke. Na, danke. Und hier ist der Mittelpunkt. Das kam ja. Kommt jetzt ziemlich spät vor, oder? Da kommen jetzt, sowas jetzt schon relativ lange dauert, das Level, aber gut. Tja, kein Problem. Ach, fuck. Hier kommen wir nicht rein. Okay, diese. Feuerblume wird vom Wasser, das irgendwie hinter der Röhre ganz mysteriös rumläuft, getragen und supportet. Aber was ist für mich dabei drin? Warum sollte mich das interessieren? Spiel, ich glaube, die Frage darf ich stellen. Warte mal, was ist denn? Ist es eine Hintergrundröhre? Es ist eine Hintergrundröhre, alles klar. Na, die hat mich jetzt zum Beispiel ein bisschen verwirrt. Gut, hätte mich auch gewundert, wenn es solche Röhren gegeben hätte, solche. Da ist nichts, okay. Solche. Naja. Was sind das? Oliv oder was? Solche Röhren hätte ich noch nie gesehen. Von mir aus. Na komm, bist du es? Bist du der heilige Gral und der Schlüssel zu ewigem Leben? Nein, bist du nicht. Then why give in a fuck? Ach, hätte ich hier? Nö. Das ist eine One-Way-Röhre. Weil sonst wäre das Ding ja einfach gewesen. Also auch ohne Feuerblume. Mit Feuerblume natürlich kritisch, aber so. Ja, das ist ganz locker. Ist das? Das sind doch nicht gelbe Blöcke. Ich glaube nicht, dass das gelbe Blöcke sind, Spiel, aber gut. Von mir aus. Sind wir eben raus. Mario Time! So, ich glaube, Welt 2 mache ich in der Aufnahme noch fertig und dann. Ich darf nicht zu viel Mario am Stück, weil sonst wird es irgendwann richtig schlecht. Sonst hast du halt irgendwann Konzentrationsprobleme und das ist dann nicht mehr so schön. Challenge House, gut, kein Problem, mache ich sehr gerne. Ach, Music House, ich weiß nicht, Music House mag ich noch ein bisschen mehr. Also, Töne merken oder Reihenfolgen merken, weiß ich, habe ich irgendwie Spaß dran. Jetzt checke ich das übrigens erst.
Nimm mal kurz. Ja, das kann ich gleich erklären. Moment, jetzt muss ich erstmal kurz. Nein, ah, das, ich glaube, das war schon zu spät. Beziehungsweise, es war schon zu langsam, glaube ich. Könnte. Ah, weiß ich nicht. 4, 3, nein, reicht. In der Luft, schön. Und zwar, wenn ich in ein Haus gehe, ne? Und das Symbol da vorne drauf, das ist da nicht zum Spaß. Oh, nice. Das ist da nicht zum Spaß, sondern das zeigt ein Steuerkreuz und ich muss nach oben drücken, um in die Tür zu kommen. Das sehe ich jetzt erst. Ich meine, jetzt sehe ich das erst. Leider kann ich nicht nochmal zeigen. Vielleicht achte ich beim nächsten Haus nochmal drauf, wenn noch so ein Musikhaus kommt oder keine Ahnung. Aber darauf habe ich ja gar nicht geachtet. Also wow. Cascade Jason. Oh nein, nicht. Obwohl. Na, oh, nice. Also scrollt relativ schnell. Also. Könnte ganz annehmbar werden. Ich garantiere nichts. Ich garantiere nichts, okay. Danke fürs Leben. Habe ich ja nichts sehnlicher mir gewünscht. Als ein Leben. Wow. This is awesome. Na, und schau mal. Haha, Spiel, mies. Aber natürlich wieder entsprechend gut gekennzeichnet, also kein Problem, dass man das so eingebaut hat, meiner Meinung nach. Es war vollkommen legionär. Oder legitim, je nachdem. Wie man gerade Lust hat, ne? Ich glaube nicht, dass ich in irgendwelche Röhren kann. Würde mich sehr wundern, so rein. Von der Scrolling-Idee her, das wird einfach nicht passen. Aber das würde passen. Schön. Diese Röhre, die könnte passen. Die könnte. Von wegen. Ich werde hier nur verarscht von dem Spiel. Schäme es sich. Geht's hier noch weiter? Geht hier nicht weiter, okay. Daneben nicht. Na gut, klar, am Mittelpunkt sollte man erstmal ein bisschen runterfahren. Schon wieder. Du bist ja mit Propellern zugebombt. Finde ich geil. Ich glaube, jeder New Super Mario Bros. Wii-Spieler liebt. Propeller. Ah, scheiße. Das war die komplette Wackness. Mist. Ich habe so das Gefühl, als würde ich einen Preis bezahlen. Indem ich gleich die... Egal, die dritte Sternmütze verpasse. Aber das trifft sich ja ganz gut. Auch wenn ich diesen Tod für sehr fragwürdig halte. Also ich glaube sehr, dass ich auf ihn draufgesprungen bin. Aber bitteschön. Denn ein Pilz wird hier schnell zum Propeller. Anzug. Propellerpilz wäre Wortwiederholung gewesen. Das geht nicht. So. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal und vielleicht nicht mehr so wack. Loni, hast du Bock? Loni, hast du Bock? Oh yeah. So, machen wir ganz ruhig, ganz entspannt. Keine Hektik, keine Hetze. Nur sterben müssen. Ich hoffe, in dieser Zwischensäule, da ist nichts drin. Also nicht, dass ich da rein kann oder so, irgend so ein Schmarrn. Ich glaube, weniger. Dass das eine gute Idee wäre. Da unten ist die Sternmünze, ich habe sie gesehen. Aber wie komme ich dahin? So, nein. Wie soll ich da unten hinkommen? Ihr wisst, ich meine, ich sehe sie, aber... Ja, ihr seid ja witzig. Also ich glaube... Ich muss hier gleich sterben und nochmal rein, weil das... Das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Das Spiel mich so zerstört hat. Ja, genau, für Münzen, ja, super. Ja, und hier ist dann ein Ende gleich, ne? 1, 2, 3. Ja, 100 Sekunden. Ne, hier ist Ende. Das lasse ich ja nicht auf mir sitzen, vergiss es. Die Frage ist nur, wie komme ich da hin? Das wird interessant. Na gut, also... Pilze habe ich ja noch... Wären auch nicht so teuer zum Nachkaufen. Wenn ich es wirklich bräuchte. Aber wie komme ich denn da... Also ich habe keine Abzweigung gesehen irgendwie. Wo ich sage, ja, oh, so, ja, da muss ich jetzt rein oder runter oder lang, dass ich da... Fick dich! Mann! Scheiße. Also darunter, das wird ja auch nicht gehen. Das geht nicht. Ja, heul nicht rum. Heul Susi oder was?
Das ist das erste kleine. Das erste mittelgroße Rätsel schon. Das wird interessant. Also, ich meine, vielleicht muss ich wirklich eine Röhre auschecken. Das kann durchaus sein. Wäre halt beim Scrolling-Part irgendwie dämlich, aber... Nee, ich gehe da unten nicht lang. Das ist mir zu riskant. Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Genau, weil die Dings kommt ja erst noch. Das ist ja... Genau, jetzt da unten. Ah, fick dich, Spiel! Bam, Snute. Wunderbar. Boah, also du, das musst du aber auch wissen. Ja, vor allem wegen dem Scrolling-Aspekt. Es gibt kein Zurück. Wer ist zu spät sieht, hat schon verloren. Fick dich. Ist aber egal, ich brauche den Propellerpilz nicht mehr. Alles gut, alles entspannt, alles... Münze. Alles Münze, okay. Von mir aus. Ich muss ja nur noch durch hier. Geheimausgang habe ich irgendwie... Also wenn es einen gibt, gut, aber ich habe jetzt auch keinen gesehen. Keinen gesehen auf meinem Weg hier. Uiuiui, und... Danke. Vielleicht da unten durch, aber das wäre viel zu abgefuckt.